doch gelacht, hätten wir euch keinen Rock mitgebracht. Schnell, explosiv und tanzbar ist die Mucke von Humphrey Cobra. 2007 hat sich die Band gegründet, 10 Jahre später wird von ihnen immer noch die Bühne entzündet. Mal schauen, was sie am 22. Juli alles so machen, doch eins ist klar, sie lassen es auf jeden Fall richtig krachen. Humphrey Cobra. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Hi Flo. Hallo. Wie geht es euch? Ach, mir geht's gut. Gut. Es ist knalleheiß, aber sonst geht's uns gut. Mir geht's auch gut. Was hat der Vorname Humphrey mit einer Cobra zu tun? Deiner Assoziation überlassen. Mit der Cobra selber hat der nicht viel zu tun. Es gibt einen Schauspieler, der... Humphrey Bogart, genau. So ähnlich heißt. Gibt's noch eine Story, die wir dazu nicht erzählen können, wie es zu dem Humphrey kam, genau. Beschreibt eure Musik in nur einem Wort. Also die Band, in der ich früher über 10 Jahre gespielt habe, das waren die Renderings, klassischen Punkrock gemacht. Und man hat 4 Alben aufgenommen. In den Alben hat es natürlich auch einen gewissen Reifeprozess gegeben. Aber das Erste, was mir einfiel, als Ingo gefragt hat, Mensch Ronny, wir hätten mal voll Bock, dich so als mit dir zu probieren, dachte ich, jetzt machst du erwachsene Musik. Im besten Fall emotional. Ja, eigenständig. Tanzbar. Ein Wort wäre dann wohl erwachsene Musik. Wie sähe ein Instrument aus, wenn ihr eins erfinden könntet? Simpel. Ich hatte vor kurzem tatsächlich einen Traum. Da war ich Erfinder von Musikinstrumenten. Vielleicht so eine Mischung aus Rhythmus- und Melodieinstrument, was beides kann. Eins war so ein mehrfach so Räder übereinander mit so kleinen Klöppeln dran. Gibt's schon. Trommel. Drehen und dann reinsingen. Einfach bedienbar? Eigentlich nur eine Erweiterung zu dem, was ich eh schon mache. Also ich spiele Bass. Autodidaktisch erlernbar. Also gleichzeitig Trommel spielen mit dem Kopf oder? Guter Ansatz. Hauptsache laut. Was ist einzigartig auf einer Humphrey Cobra Show? Die musizierenden Individuen, die sind einzigartig. Es gibt immer was Neues. Jetzt nichts, was man noch nie gehört hat, aber es passieren dann doch immer wieder Momente, wo die überraschend sind, so musikalisch. Wo kann man in Tübingen so richtig abstürzen? Ach, da gibt es schon viele Orte. In der Schellingen. Man geht zuletzt dahin, wo es zuletzt noch offen hat. In der Fruchtschranne sind wir abgestürzt. Blauer Salon. Früher im Depot. Wurdet ihr schon mal von eurem eigenen Konzert geschmissen? Intern ja. Es hätte Gründe genug gegeben. Ja, wie das. Aber eben dann... Danach, okay. Aber während der mit Show mit Renderings nicht. Damals ja. Noch, ja, okay. Grüße an den Norbert an dieser Stelle, bitte. Auch bei Humphrey Cobra. In den frühen Jahren. In einer total anderen Besetzung, natürlich. Aber ich war schon dabei. ja, da gab es anschließend so... Ach, Leute, jetzt... Was können wir beim Represent Tübingen von euch erwarten? Ich glaube, wir haben total Lust zu spielen. Fremdscham. Kriegen wir das dann auch so hin, dass die Leute das merken und Spaß dabei haben? Vielleicht eine weitere Bereicherung in der Facette der vielen dargebotenen Stile des Abends. Ja, viel Staub vor der Waldbühne bestimmt. Ja. Danke. Bitteschön. Gerne. Genau, danke auch. Gut, das war's. Danke, bis am 22. Ja. Das soll jetzt aber echt nicht mies rüberkommen mit der Erwachsenenmusik. Ne? Erwachsenenmusik, hey, kann ich nicht mehr. Ich meine, wir sind erwachsen, ne? Ja.